mit Braum anfühlt. Und die nächste Begegnung ist Gambit Gaming gegen Millennium. Beide Teams konnten gestern super überzeugen, super stark. Und dementsprechend freuen wir uns auf die Begegnung und vor allen Dingen das erste Mal Braum in der LCS angekommen. Mal gucken, wie sich Jerry da machen kann. Hat auch Ignite, also Entzünden, hier mitgenommen. Und Nick hat noch mal ein bisschen umdisponiert, hat sich wirklich gegen Ghost entschieden und nimmt hier lieber Erschöpfen mit. Können natürlich hier den Chat so ein kleines bisschen mitbekommen. Und viele haben die Behauptung aufgestellt, Brau kriegt dann auch die Betäubung ab. Sollte er wirklich goldene Karten, die ein anderes Ziel haben, vom Schaden der offensichtlich verhindern, das klappt immer. Braum hier natürlich ein bisschen am Tanzen, das ist klar. Sogar extra nur für ihn. Nur für ihn. Ein kleiner Bildschirm noch links. Ja, das hat auf jeden Fall ziemlich viel Stil, muss man sagen. Da könnt ihr auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Kreis erkennen. Wow, was war das denn? Entweder so ein optisches Täuschungsding. Oh, der Farbmechanics. Ich weiß nicht, ob man das zeigen sollte. Da hat der Jerry aber auf jeden Fall Spaß. Man sieht auch schon, er lachte ein bisschen. Und die Kamera bleibt natürlich genau an dieser Stelle. Ja, also Humor hat man hier nicht verloren, offensichtlich. Bin immer gespannt, wie er sich macht. Denn wie bereits mit der Problematik besprochen wurde, sollte er die goldene Karte abfangen, ist er herausragend dafür geeignet, hier sich um Create und gegebenenfalls auch um andere zu kümmern. Ah, da kommt schon der erste Zauber rein. Für alle, die Braum noch nicht kennen, es werden wahrscheinlich fast alle den Champion kennen. Aber er hat ja mit seiner Passiven eine Möglichkeit, wenn er einen Gegner trifft, sei es mit einem Angriff oder mit seiner ersten Fähigkeit, eine Markierung auf dem Gegner zu hinterlassen. Wenn man diesen dann viermal attackiert hat insgesamt oder drei weitere Male, dann wird der Gegner für kurze Zeit betäubt und bekommt Bonusschaden. Und das kann sogar der Verbündete auslösen. Das heißt, auch Creaton kann Angriffe auf ein markiertes Ziel machen und dementsprechend ihn dann auch betäuben. Es ist dann in späterem Spielverlauf quasi Udyr sehr ähnlich. Er versucht, jeden mindestens einmal zu treffen, damit halt in dem Sinne natürlich Verbündete die Möglichkeit haben, eine Betäubung auszulösen, die auch im späteren Spielverlauf steigt. Er fängt quasi an wie Annie mit 1,25 Sekunden und endet dann bei 1,75, was wirklich in League of Legends natürlich ewig ist. Ja, vor allen Dingen, man kann auch im Teamfight mehrere Ziele markieren. Das heißt, man geht wirklich im Teamfight reihumher und attackiert jeden einmal und gibt somit seinen Teammitgliedern die Möglichkeit, da eine Betäubung auszulösen. Wir sehen auch schon, der Schaden von seiner ersten Fähigkeit ist gar nicht mal so gering, wobei er natürlich auch ein bisschen auf seinen Mana-Haushalt aufpassen muss. Richtig, das ist so die einzige Problematik, die Braum mitbringt. Sollte er sich überlegen, viel Harass zu betreiben, also den Gegner wirklich zu stören und dies halt offensichtlich mit seiner Q-Fähigkeit. Es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten, er kann zum Beispiel auch mit seinem Schild zu Verbündeten springen und dann halt sich dem Gegner so nähern. Also er ist der einzige Support, der sich nicht nur offensiv ja quasi bewegen kann, sondern auch defensiv. Das heißt, er kann auch zu eigenen Vasallen oder halt zu Graves springen und ihm dann natürlich auch einen ordentlichen Wert an Magieresistenz und Rüstung geben. Ja, das ist definitiv super stark. Wir sehen auch, dass Diamond sich so ein bisschen im gegnerischen Jungle aufhält. Muss natürlich aufpassen, dass Cotton X... Oh! Jetzt sehen wir schon, dass der Resonating Strike schon draußen ist. Das ist natürlich eine wichtige Schadensquelle für Cotton X verloren gegangen. Aber die Türme werden sich dann, denke ich, um ihn kümmern können. Sehen wir schon, das ist halt super unangenehm für ihn. Er hat jetzt hier das Q getroffen, aber wagt es nicht reinzugehen. Er hat sich auch für den Bodenschlag entschieden, also damit auch weniger Mobilität am Start. Kürbitze gut dabei, Play for Trickster wurde schon benutzt. Das heißt, die Betäubung sitzt da auf jeden Fall gegen ihn. Oh, schön gemacht hier von Cotnex. Kann da einfach nur ihn in den Boden trümmern. Hat sogar nochmal das Q verbinden können. Jetzt wird es aber sehr, sehr eng für ihn. Blasher nochmal raus. Jetzt kommt Kürb dazu. Nutzt einfach den Exekutionsschaden aus. Zweimal sollte man ihn noch angreifen, dann ist er betäubt. Aber man schafft es nicht ganz. Hat er bemerkt, dass beide AD-Carries einfach ungeblieben sind. Ja, beide AD-Carries waren davon gar nicht betroffen. Und da hat man einfach gesehen, warum Kerb diesen Champion so oft spielt. Und auch Cotton X wieder super gemacht. Hat da wirklich sehr lange Diamond gehalten, obwohl er sehr wenig Leben hatte. Und ist dann sogar nochmal an Nick rangegangen und konnte da noch wegflashen. Genja kriegt hier nochmal so eine kleine Eisfaust ins Gesicht. Super gemacht von Millennium, also wirklich sehr gut. Können wir schon sehen, Jerry so ein kleines bisschen am Haken. Auch das Auspeitschen geht ja nochmal durch. Ein bisschen Schaden entsteht. Das ist offensichtlich, aber insgesamt halt sehr, sehr gut gemacht. Zumal ja auch Cotnex sofort das Level aufgestiegen ist, was ihm gefehlt hat, sobald er den Kill erhalten hat. Und das führt halt dazu, dass man auch ja mehr Leben dazu bekommt. Das Entzünden ist dann nicht mehr so schmerzhaft. Diamond aber nicht entmutigt. Versucht jetzt hier weiter die Toplane zu unterstützen. Das direkte 1 gegen 1 wieder mit einem kleinen Level-Unterschied. Wow, hat er den nicht gesehen? Ah, jetzt kommt das Ausrufezeichen. Kam ein bisschen verspätet. Oder beziehungsweise vielleicht war die Lebensanzeige im Weg. Auf jeden Fall... ist einfach ein Lee Sin ein Gegner, den man einfach im 1 gegen 1 normalerweise nicht begegnen will. Bei den Wölfen war das jetzt eine kleine Ausnahme. Die Wölfe hier selber haben irgendwie eingeprügelt, ist klar. Und sein Q war halt auch draußen. Aber sollte, also, trotz des Levelunterschiedes sollte Diamond vorsichtig bleiben. Ja, er hat da natürlich sehr viel Glück gehabt.
Aber muss natürlich auch sagen, dass er da trotzdem gestorben ist. Wir sehen auch schon, dass Curb natürlich mit dem einen Kill und mit der Unterstützung da schon ordentlich viel Gold gesammelt hat. Hat sich hier noch einen zweiten Doranz-Ring geholt. Jerry kriegt hier nochmal den Haken ab. Aber ja, der ist einfach zu tanky. Kriegt da gar nicht so viel Schaden. Er kann sich aber auch zurzeit nicht wehren. Jerry plagen so ein kleines bisschen Mana-Probleme. Creighton selber hat wenig Leben zur Verfügung. Die goldene Karte. Nicht schlecht gemacht. Hat kurz seinen Angriff so dazwischen gepackt. Aber wunderbar von Curb konnte hier der Betäubung entgehen. Somit auch Diamond nicht in der Lage, ihn extrem unter Druck zu setzen, muss man sagen. Und das ist halt so der große Vorteil von Fizz. Einziger Nachteil ist, dass sein Playful Tricks dann eine wesentlich höhere Abklingzeit hat. Ja, wobei man sagen muss, wenn man diese Fähigkeit hochlevelt, dann wird die Abklingzeit geringer. Das heißt, da kann man wirklich gut mit arbeiten. Und sie macht natürlich auch super viel Schaden, muss man dazu sagen. Wir sehen auch schon, dass Jerry, er konnte hier sogar nochmal die Markierung auf Genja landen. War, glaube ich, gar nicht mal so gewollt. Nein. Wollte eigentlich wahrscheinlich Edward treffen und hat dann durch Zufall noch Genja getroffen. Aber momentan sieht es auf der Botlane nicht ganz so rosig aus. Also Genja macht da wirklich einen guten Job. Richtig. Und das ist also die Problematik, dass man halt Braum erstmal reinkriegen muss. Er wirkt jetzt erstmal sehr, sehr beeindruckend. Will aber natürlich auch gut gespielt werden. Gerade dann, wenn es dem ED-Carry nicht so gut geht. Creighton hat wirklich wenig Leben. Jetzt sehen wir diese offensive Variante. Zwei Markierungen schon draußen. Auch die Schüsse sehr schmerzhaft. Jetzt versucht man hier nochmal einen Haken zu bekommen. Er kann viel Schaden finden. Und Edward muss da vorsichtig sein. Aber man zieht sich auch auf kompletter Ebene zurück. Trotzdem schön gemacht. Passive von Darren ist nun draußen. Hat natürlich das Glück, dass er erstmal wiederbelebt werden wird. Oh. Und Kevin bleibt entspannt. Kevin lässt ihn am Leben. Will auf jeden Fall die KDA von Darian nicht wieder in den Boden treiben. Hat ja gestern schon mit 0-4 da ordentlich auf die Mütze bekommen. Wir sehen auch schon, dass sich die Botlane so ein bisschen zurückzieht. Und wirklich ein sehr spannendes Spiel. Also überall kommt es zu kleineren Kämpfen. Man lässt da wirklich diesmal gar nicht so lange Zeit. Und vor allen Dingen hat man auch diesmal wirklich nicht mehr diese typische Lane-Swap-Variante gewählt, sondern hat hier die klassischen Lanes, auf denen halt dann auch mehr Action abgeht. Richtig. Es ist dann auch wieder die große Verantwortung der Jungler, was die Rotation angeht. Sicherlich bei den anderen Strategien ebenfalls von Nutzen, aber hier sehen wir natürlich häufigere Ganks, weil diese auch erforderlich sind, um die, um das Geschehen zu beeinflussen und weniger die gesamte Rotation des Teams. Nick versucht dann hier erstmal für gute Sicht zu sorgen, bezogen auf die Gegenstände. Hat er sich bereits mit dem Kelch anfreunden können? Das ist nicht schlecht. Und Curb ist, glaube ich, hat sich lediglich mit den Ringen ausgestattet. Hätte, glaube ich, noch mehr Gold investieren können. Ja, ist auch noch nicht zurückgegangen, muss man dazu sagen. Also bleibt da wirklich sehr lange auf der Lane. Hat auch vom Farm her sehr gut mitgehalten. Also hat genauso viel Farm wie Nick. Und das darf natürlich eigentlich nicht passieren, denn Fizz muss ja auch immer wieder in den Nahkampf gehen, um einfach Vasallen zu töten. Das Problem hat Nick nicht. Und jetzt liegt er sogar ein bisschen vom Farm hinten. Will natürlich gucken, dass er da eventuell sogar seine Ulti benutzen kann. Curb. Ja, macht da echt seinen Job sehr gut. Hat sogar seinen Trickster jetzt gerade eingesetzt, um halt Vasallen zu töten. Ja, muss ich aber zurückziehen. Er weiß ja, dass er gerade arge Mana-Probleme hat, zieht sich jetzt auch zurück und deswegen auch die Möglichkeit, den Kampf zu suchen, nicht gegeben. Man muss halt zu Beginn auf die Kosten achten. Würde mich aber nicht wundern, wenn er so schnell wie es geht den Fluch des Liches aufsucht. Hier können wir schon sehen, Glanz ist zur Verfügung, damit auch die Mana-Probleme mehr oder weniger. Ich will nicht oben, aber stark reduziert. Und damit natürlich auch die Möglichkeit gegeben, hier jetzt aggressiver zu sein. Im direkten 1 gegen 1 ist er Nick haushoch überlegen. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass Nick quasi nur in Anführungszeichen zwei aktive Fähigkeiten an die Schaden macht. Ja, zumal ja auch er kann ja der goldenen Karte einfach ausweichen mit dem Trickster. Das hat Kirby auch vorhin gezeigt, dass er da gar keine Probleme hat, dem Ganzen so ein bisschen entgegenzugehen. Kotnix geht hier nochmal so ein bisschen den Blue Buff an. Möchte den natürlich an Kirby abgeben, denn ihm steht der Blue Buff sehr gut. Gerade was die Abklingzeitreduzierung angeht für den Trickster, kommt hier auch nochmal hin, kann sich hier den Blue Buff ohne Probleme nehmen. Botlane versucht nochmal den Kampf zu suchen. Genja hat hier die letzte Markierung nicht drauf bekommen. Das heißt, Jerry hier gezwungen mit dem Schild zu arbeiten. Aber Nick traut sich nicht. Nick war auch, glaube ich, nicht in Reichweite, um so weit nach unten zu teleportieren. Also es ist ja einfach so, dass die Reichweite von Twisted Fate ein bisschen angegangen wurde. Das heißt, da kann man nicht mehr allzu weit teleportieren. Man muss da wirklich ein bisschen in Richtung der Lane laufen. Ich weiß nicht, ob Creighton klar ist, dass Diamond hier in der Nähe ist. Er sollte da auf jeden Fall ein bisschen weiter zurückgehen. Kotnix läuft jetzt hier nochmal durch eine Ward. Ich weiß nicht, vielleicht kommt er sogar auf die Bottom Lane. Ja, Diamond selbst ist super geduldig, was es angeht. Aber jetzt Jerry hier am Haken. Kann mit der Ultimate nochmal ein bisschen für Luft sorgen. Der Schild nützlich, aber es reicht nicht aus. Am Ende muss er hier sein Leben mehr oder weniger beenden. Kotnix ist hier vor Ort. Traut sich aber niemals gegen drei Leute hier rein. Ja, da hat sich das Warten auf jeden Fall von Diamond gelohnt, hat er wirklich sehr lange gewartet, aber immerhin wurde er mit einem Kill für Genja belohnt.
Und das steht Genja sehr gut. Er hat nicht nur sein BF-Sword zur Verfügung, Creatin. Oh, das durchdringende Licht ging sogar daneben. Hat er gut ausgewichen. Hat dann wirklich hier nochmal beschleunigt. Das ist halt wirklich ein fester Spruch, der meistens das Ziel trifft. Das ist offensichtlich. Oh, hier können wir schon sehen, der Hummer an der richtigen Stelle. Aber er kann hier nochmal rauskommen. Nick muss da doch sofort mit dem Flash agieren. Damit also für den nächsten Gank extrem verwundbar. Ja, und das wird Kotnix auch, denke ich mal, ausnutzen. Klar, Körper hat seine ultimative Fähigkeit nicht zur Verfügung, aber wenn Kotnix ihm da ein bisschen unterstützt, dann wird das gar kein Problem für ihn werden. Genja legt hier nochmal die ein oder andere Ward. Kevin teleportiert sich währenddessen wieder auf die Toplane. Ja, und bei der Toplane, das ist eigentlich das alte Spiel, kann man sagen. Also die lässt man wirklich komplett außen vor. Ja, wieder auf Twisted Tree Line angekommen. Dreimal Dorans Klinge auf Darien. Also, wie gesagt, er ist derjenige, der Item Builds studiert hat. Merke schon, dass er da äußerst kreativ vorgehen kann. Sehen wir schon, Braum kann da hier den Haken so ein Stück weit abfangen. Aber die Problematik jetzt nun an der Synergie zwischen Graves und Braum ist, dass Graves die Stacks von der Passiven nicht los wird. Er kann nach vorne dashen, damit kriegt er Angriffsgeschwindigkeit, das ist nützlich. Aber seine Gesamtreichweite ist extrem gering. Ja, also da gibt es wirklich definitiv ein paar Champions, bei denen das besser funktioniert. Unter anderem Kog'Maw, Twitch oder auch gerade Lucian durch den Doppelschuss mit seiner Passiven. Da kann man wirklich das gut ausnutzen. Und Curb, eventuell macht er hier sogar mal einen Versuch. Oh, Playful Trickster schon draußen, aber geht dann auch sofort hier raus. Das ist, denke ich, auch eine gute Idee. Die goldene Karte will man dann nicht schlucken, weil man ja auch nach dem Trickster-Einsatz dem gegenüber verwundbar ist. Zumal er seine Ultimate nicht hat. Also ohne Ulti würde er sich, denke ich, den direkten Kampf, um denjenigen auch zu töten, nicht trauen. Wir sehen auch schon, dass Kevin sich genauso wie in den Wochen zuvor, wenn er Irelia gespielt hat, wirklich den sehr aggressiven Weg geht. Also baut hier als erstes immer Glanz. Anders als viele andere Irelia-Spieler, die ja wirklich auch eher am Anfang auf eventuell ein bisschen Lebensraub setzen oder Phage, um einfach mehr Bewegungsgeschwindigkeit und Leben vor allen Dingen zu haben. Also Kevin geht da immer so ein bisschen einen anderen Weg. Macht es aber auch momentan genau richtig. Hat da wirklich Darien ziemlich stark unter Druck gesetzt. Ja, und das ist natürlich dann eine gute Möglichkeit. Wobei man auch sagen muss, dass man kann es ja auch so sehen, dass Darien sich gut hält. Also, wie gesagt, er hat ja in den meisten Laning Phases Probleme gehabt. War nicht selten der Grund dafür, dass ein Lane-Swap entstanden ist oder dass man ganz einfach unter Druck vom Jungler gesetzt wurde. Nun aber Kevin eventuell in der Bredouille, weil man kann sich halt sehr, sehr schlecht nutzen. Jetzt sehen wir schon, da ist jetzt ebenfalls noch Twisted Fate dazugekommen. Das heißt, Nick kann da locker die goldene Karte setzen. Kevin versucht, dich zu bemühen, hätte aber gar nichts gebracht. Denn Darien wieder mit der Passiven am Start. Ja, gar kein Problem für ihn, Jerry. Pullt hier nochmal so ein bisschen den Drachen. Eventuell will man sich jetzt hier um den Drachen kümmern. Man weiß natürlich, Gambit Gaming ist fleißig dabei, den Top-Turm zu pushen. Genja kommt hier nochmal dazu. Boah, da sieht man das super schön mit dem Schild gearbeitet. Aber er muss vorsichtig sein. Er hält da nicht genug aus, sobald der Schild weg ist. Auch Kotnex mittlerweile noch sehr wenig Leben. Creighton haut da nochmal seine Ultimate rein. Können wir schon sehen, dass der erste Kill dann sofort an das Team geht. Aber Creighton wird das Ganze nicht überstehen. Auch Kotnex nebenbei noch abgerissen. Darien hat das wunderbar mit dem Teleport gemacht. Aber Kirp zu mobil, hat noch das letzte bisschen von seinem Mana benutzt, um hier noch rauszukommen. Ja, auch sehr schön von Genja. Man hat einfach gesehen, 4-0 hat er inzwischen. Er macht super viel Schaden. Also das durchdringende Licht, gerade auch, ich glaube auch Jerry hat es ein bisschen unterschätzt. Er hat wahrscheinlich gedacht, wenn er sein Schild macht, dann macht das Niedermähen nicht mehr ganz so viel Schaden. Aber er wurde ja da innerhalb von Sekunden zerstört. Also da ist er wirklich noch nicht tanky genug. Und Nick schnappt sich hier nochmal den Turm in der Mitte. Und jetzt sehen wir nochmal eine kleine Wiederholung. Kirp und Jerry hier am Dragon. Und jetzt sehen wir Genja niedermähen. Macht super viel Schaden. Jetzt kommt die Ulti. Durchdringendes Licht. Ein Auto-Attack und dann bist du tot. Edward kriegt hier den Hummer auf den Kopf. Und dann stirbt er natürlich auch. Aber Creighton, wir sehen das. Genja ohne Probleme kann er ihn hier super viel Schaden machen. Darien hat währenddessen seinen Teleport benutzt. Kotnix sehr schön geflasht von Genja. Kann da wirklich ohne Probleme entkommen. Und ja, das haben sie wirklich Genja zu verdanken, dass sie da so gut rausgekommen sind. Zumal er jetzt auch nicht schwächer wird. Gerade Graves profitiert eher davon, dass er wenigstens im Gleichstand ist. Jadu jetzt hier wieder am Haken, kann vom Flame ein bisschen zurückgeworfen werden. Der Schild natürlich nützlich, um einiges abzufangen, aber das ganze Team ist ja fort. Teleport ist ebenfalls draußen. Kevin könnte jetzt dazukommen. Jetzt sehen wir schon, der Fokus auf Genja wird betäubt, denn da sehen wir die Stärke von Braum, wobei er sich fast verabschiedet hätte. Darien jetzt ebenfalls dabei, sich zu prügeln, wurde bereits schon wiederbelebt. Der Sprung nur in die Luft. Kommt hier nicht weg und Kirp jetzt on the run, versucht sich jetzt hier um Edward zu kümmern, der Somor sitzt, er ist hier verlangsamt, der ist aber sehr, sehr vorsichtig, reicht aber nicht aus. Schön gemacht, ja, von Millennium, richtig, richtig gutes Comeback. Ja, richtig gut zurückgekommen auf jeden Fall, da war Gambit Gaming ein bisschen zu gierig, haben sie wirklich gedacht, da können sie sich noch den ein oder anderen wegnehmen, vor allen Dingen den Schnurrbartmann. Haben sie wirklich gedacht, Braum können sie da töten. Aber man muss auch dazu sagen, Jerry hatte wirklich ein bisschen Glück, kam da mit sehr wenig Leben weg.
Und dementsprechend schnappt sich Millennium jetzt hier sogar nochmal den Drachen. Also, der erste Drache ist getötet worden und den hat sich Millennium gesichert. Und wir sehen hier nochmal eine kleine Wiederholung. Also, Edward macht jetzt hier gleich einen sehr schönen Haken an Jerry. Verbindet nicht, sondern macht wirklich nur das Auspeitschen. Darien geht sehr weit rein. Genja auch super weit drin. Und da kommt das Teleport. Man sieht, Genja versucht noch zu flüchten. Und jetzt sehen wir einfach, wie stark diese Betäubung ist. Er kriegt eine Betäubung drauf und dann kann er wirklich nichts mehr machen. Jerry kommt mit super wenig Leben weg. Cotton X kriegt hier dementsprechend viel Schaden. Diamond stirbt hier auch noch nebenbei. Und dann macht es Curb einfach super. Hat noch sehr lange seine Ulti aufgespart. Kann hier Edward noch betäuben. Geht hier nochmal super den sicheren Weg. Also will da wirklich nicht sich noch abreißen lassen. Und sehr schön gemacht, dass sie sich dann auch noch den Drache sichern. Vor allen Dingen Cotton X, derjenige, der zwar gestorben ist, aber für das Team. Er hat wieder mit dem Instinct-Move glänzen können. Und damit natürlich entsprechend auch einen weiteren Kill gesichert. Was dann am Ende ja dazu führt, dass man noch einfacher und noch sicherer den Drachen erledigen kann. Also Millennium, definitiv nicht zu unterschätzen. Es wirkt nach einem sehr ausgeglichenen Spiel. Jerry wollte ja kurz das zweite suchen. Hat nicht ganz geklappt. Nee, er wollte ein bisschen auf Curb springen, aber da hat Edward ihn ein bisschen festgehalten. Wir sehen auch, Genja schnappt sich hier noch ein bisschen die Vasallen im Wald. Gar kein Problem für ihn. Muss natürlich jetzt aufpassen. Jerry ist da auf dem Weg. Ah, Genja, er hat sich da lieber die Kleinen gesichert. Die geben natürlich nur 3 Gold, also nicht so viel. Na, der Einzige, der von massiv profitiert, ist Nick. Dank der Passiven ist teilweise dieses Gold ein bisschen mehr. Oh, Curb vernichtet hier ganz einfach. Nur Twisted Fate. Der Haken sitzt hier auf Create. Jetzt muss man vorsichtig sein. Man sieht, jetzt hier komplett verlangsamt. Jerry versucht so viel möglich abzufangen. Das macht er wunderbar. Kann damit natürlich Curb schützen. Jetzt hier Edward ein bisschen in einer ungünstigen Position. Wird dann auch von Curb zerfetzt werden. Kevin jetzt ebenfalls dabei. Connex stürzt sich wieder in den Kampf. Kann die Leute verlangsamen. Curb jetzt wieder da. Muss aber vorsichtig sein. Der Schaden hier von Genja relativ hoch. Aber es bringt nichts als AD-Carries. 4 Gold bei sich zu tragen. Diamond hier mittlerweile markiert. Die Betäubung geht durch. Und das war's. Ace für das Team von Millennium Gambit Gaming. Muss ich da was einfallen lassen? Wow, 17. Minute in Ace. Das haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Super gemacht. Sind wir hier in Amerika, oder? Da hat man auch nochmal die Stärke von Braum gesehen, einfach diese Betäubung. Und auch Kevin, man hat gesehen, er kam da rein, hat super viel Schaden gemacht. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Darien wird hier ein bisschen von Cotton X und Kevin angegangen, kriegt hier super viel Schaden. Der Kick kommt super schön von Cotton X wieder gearbeitet. Kevin kann ihn da ohne Probleme erledigen. Und wow, die anderen sehen wir gar nicht. Also wirklich der Einzige, den wir da noch gesehen haben. Cotton X schnappt sich hier nochmal die Golems, also für ihn da gar kein Problem. Super schön einfach von Millennium. Also sie lassen sich da wirklich gar nicht aus der Bahn werfen. Sie kommen wirklich super zurück und liegen jetzt sogar wieder vorne, mit dem, was das Gold angeht. Darien versucht natürlich so gut wie es geht, diesen Rückstand aufzuholen. Also vom Farmer ist er nicht sehr weit im Rückstand. Aber er hat bemerkt, ohne die Passive ist er wirklich um einiges geschwächt. Und im 2 gegen 1 kann er da nicht standhalten. Gerade weil Kevin jetzt einfach auf 4-1 steht. Ja. Hat sich hier schon mit der Stärke der Dreieinigkeit angefreundet und geht danach auch nicht den weiter aggressiveren Weg, sondern denkt sich, okay, erstmal Gürtel der Riesen. Das Omen ist, denke ich, das attraktivste Item diesbezüglich. Zumal ja auch derjenige, der zurzeit am meisten Schaden auf der Seite von Gambit, der Genja ist. Ja, zumal muss man auch sagen, irgendwann hat man auch keinen Platz mehr für Dorans Klingen. Also man sollte da irgendwann auch aufhören, Dorans Klinge zu bauen. Und dementsprechend reichen da 3 Stück wahrscheinlich auch schon. Man muss auch gucken, Darien hat auch natürlich keinen Platz, um die weil da ein paar Wards mitzunehmen. Kevin hat immer mal wieder eine Pink Ward dabei, kann sein Team damit ein bisschen mehr Sicht unterstützen. Kirby auch sehr fleißig, wenn es darum geht, die Botlane ein bisschen zu pushen. Muss natürlich aufpassen, Diamond ist da auf dem Weg, Genja auch in der Nähe. Oh, Kirby muss jetzt schauen, dass er zwingt die Goldene. Oh, er versucht ja den aggressiven Weg gegenüber Genja. Der Exekutionsschaden relativ hoch, aber er wird hier nicht entkommen können. Schöner Versuch, muss man sagen. Hat er noch sehr offensiv seinen Flash verwendet. Der Beschwörer wird beim nächsten Mal nicht dabei sein. Die Aufmerksamkeit jedoch von 3 Mann auf sich gezogen. Was eventuell dazu führt, dass man den Mid-Tower einreißt. Ja, den wird man auf jeden Fall einreißen können. Jerry ist hier auch schon fleißig mit Creatin unterwegs. Haben sie auch bekommen. 31.000 Gold zu 30.000, also da wirklich super ausgeglichen. Auch was die Kills angeht, 19 Kills sind gefallen in der 19. Minute, also jede Minute ein Kill. Kevin kriegt hier nochmal ein bisschen Probleme, Cotton X kommt hier zur Rettung. Darien hat aber seine Passive zur Verfügung. Wow, er wird nochmal vor der Passiven weggeschleudert. Das war nicht schlecht gemacht, aber hier sitzt schon wieder der Resonating Strike. Wirklich richtig gut gemacht. Also die Synergie von Cotton X und Kevin ist gerade mit dieser Konstellation phänomenal. Ja. Es ist wirklich, Darien bekommt einfach wieder riesige Probleme. Wieder 0-3 steht er in diesem Spiel. Also er kommt da wirklich überhaupt nicht rein. Und
Kevin wird das freuen, denn Irelia ist einfach ein super starker Champion im späteren Verlauf des Spiels. Hat inzwischen auch schon seine Stärke der Reinigkeit und geht jetzt ein bisschen mehr die Tanky-Items. Will da sich wirklich Randuins oben bauen, um einfach noch ein bisschen mehr auszuhalten. Und natürlich weiß er, dass Genja gerade der ist, der ihm hier richtige Probleme machen könnte. Denn er hat 4, 2 und dementsprechend auch schon ordentliche Items am Start. Ja, aber das Ganze wird kompensiert. Das ist so schön an Millennium. Sicherlich sind ja die Kills auch auf sehr unangenehme Art und Weise verteilt. Wenn man es jedoch vergleicht, wenn ein Toplaner genauso wie Kills und vielleicht auch genauso viel Farm hat wie ein AD-Carry, schneidet nicht selten der AD schlechter ab. Ja, das muss man wirklich sagen. Denn die Fähigkeiten von einem Toplaner sind da wirklich schon sehr gut dabei, um einfach einem AD-Carry sehr gut unter Druck zu setzen. Genja hat ja nur die Möglichkeit, einmal wegzukommen von Kevin mit seinem Dash. Curb kümmert sich hier nochmal währenddessen um die Vasallen auf der Bottomlane. In 1 Minute 20 wird auch der Drache wieder da sein. Also da muss man schauen, dass man sich dieses Objekt natürlich sichert. Pink Ward von Jayri sieht natürlich jetzt die Ward, will aber noch nichts riskieren, um dahin zu gehen. Er muss auf sein ganzes Team warten, wobei er den Vorteil hat. Braum ist einer der wenigen Supporter, die sehr, sehr mobil von Natur sind, auch was die Defensive angeht. Sicherlich gibt es zum Beispiel einen Diona, der mit der Zinnischlinge Distanz überwindet. Er kann aber zurück. Und das ist, denke ich, ein ganz guter Punkt. Gambit konnte sich jetzt aber um den Pink Ward kümmern. Da gab es hier einen kleinen Applaus von der Crowd. Der Drache jedoch ist eher in dem Fokus jetzt von Millennium gelegt. Also sie könnten ihn jetzt beginnen. Er macht jetzt auch nicht mehr so übertrieben viel Schaden wie zu Beginn. Sicherlich steigt er auch, aber die Champions werden ja auch nicht schwächer. Und Curb kann da gut reinhauen. Nick jetzt die Ultimate verwendet, wird aber dazukommen. Ich denke es nicht. Er versucht jetzt hier lieber, sich um Kevin zu kümmern. Auch das Erschöpfen ist draußen, aber Kevin, der Auto schön gemacht. Ja, aber beide suchen hier mit dem Flash den Kevin, finden ihn auch. Also er prügelt sich noch so ein kleines bisschen. Man hat sich vom Toplaner verabschiedet, aber den Drachen bekommen. Ja. Aber das hat auch Kevin gut gemacht. Musste da zwar selber flashen, aber hat immerhin zweimal ein Flash rausgezogen. Edward kriegt hier nochmal die Markierung drauf. Creatin kommt da auch zur Hilfe. Muss natürlich Edward einer aufpassen. Einer reicht da aus. Die Betäubung ist durchgegangen. Nochmal die Ulti hinterhergehauen. Kollateralschaden stimmt. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Kill ist Kill. Kill ist Kill. Da will man auf jeden Fall sicher gehen, dass Edward da auch auf dem Boden liegen bleibt. Wieder sehr schön gemacht einfach von Jayri. Da sieht man die Stärke von Braum. Kann da immer wieder die Markierung zu seinem Vorteil ausnutzen und Creatin war da auch genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir sehen auch schon, dass Diamond hier sich noch ein bisschen, ach, da fehlt sogar der große Wolf, hat da wirklich schon einer gemobst. Muss natürlich schauen, dass er da das Camp ein bisschen leer macht. Wobei man hier schauen muss, gerade auch bei dem Elderlizard geht es darum, die Goldwerte bzw. die größeren Camps einfach zu erledigen. Er bekommt ja immer noch Bonusgold dafür. Hier berechnet man das wirklich sehr, sehr knapp, muss man sagen. Nick hat aber diesen Champion nicht zum ersten Mal gespielt. Und bezogen auf die Gegenstandswahl bemerkt man, er geht nach dem unheiligen Gral sofort auf das Stundenglas. Und das ist für ihn wichtig, weil dann sogar die Möglichkeit gegeben ist, einen Kampf mit Twisted Fate zu eröffnen. Er versucht ins Team reinzuspringen, eine goldene Karte zu setzen und sich dann natürlich ebenfalls in Gold zu verwandeln, damit er das Ganze auch irgendwie übersteht. Was aber sehr schwierig wird, gerade denn Jayri ist mit Braum in der Lage, einen Kampf richtig gut aufzuhalten. Ähnlich wie Thrash. Ja. Also er hat da mit seiner Ulti eine sehr gute Möglichkeit, einfach mehrere Ziele zu verlangsamen und auch ein Ziel hochzuschleudern. Man muss auch dazu sagen, dass Curb hier entschieden hat, sich den leeren Stab zu bauen. Ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn er auch Richtung Stundenglas gegangen wäre. Dann hat man nämlich nochmal eine Möglichkeit, nicht nur mit dem Trickster zu arbeiten, sondern auch nochmal dementsprechend mit dem Stundenglas. Curb steht hier so ein bisschen rum. Er lauert. Er lauert auf jeden Fall. Weiß, dass Darien da ist, aber er weiß natürlich nicht, dass da unten auch noch eine Ward im Busch ist. Man wiegt sich da so ein bisschen in Sicherheit auf der Seite von Millennium. Sie haben nämlich eine gute Arbeit geleistet, was die Sicht angeht. Sie wissen wirklich über alles Bescheid. Jetzt sehen wir schon, dass der Homer sitzt. Der High wird jetzt ebenfalls so, boah, der Schaden gegen Darien ist enorm hoch. Er kann sich auch nicht so gut hochheilen, weil natürlich Curb dafür sorgt, dass die Heilung etwas reduziert. Wird auch wunderbar über die Verlangsamung geflasht. Das heißt, hier kann er sich um Darien kümmern. Sehen wir schon kurz hier das Blade of the Ruined King verwendet, aber diese Klinge ist eventuell nicht, ja, nicht der Garant dafür, dass man das überlebt. Sieht schon, dass aber eventuell noch trotzdem wegkommt. Also schön gemacht von beiden Seiten. Mittlerweile wieder der Kampf hier gegeben. Jayri fängt ja ganz locker flockig das Niedermähen ab. Ist keine Problematik für ihn. Aber Darien hält einigen Stand. Ja, also er hat da wirklich gut, ist er gut weggekommen, muss ich sagen. Also obwohl Curb da sehr schön geflasht hat. Genja kriegt hier sogar eine Betäubung ran. Oh, die Bombe! Kollateralschaden, so wird er. Aber der Bugshot hat nicht ganz gesessen. Zumal ja auch ohnehin mit dem Heal gegengearbeitet wurde. Nick. Ja, Nick hat jetzt sich ein bisschen ungünstig platziert. Ja, da wollte er Kotnix abfangen, aber da hat er sich gedacht, nee. Vor allem, weil Nick hat ja auch gesehen, wo denn die anderen Teammitglieder von Kotnix stehen. Da war natürlich klar, dass er da
seine Fähigkeit benutzt, um an einen Verbündeten ranzuspringen. Kevin kümmert sich hier nochmal um eine Ward. Aber Kevin ist wirklich, wird immer gefährlicher. Also er macht schon sehr viel Schaden und auch Creighton darf man nicht unterschätzen. Also man hat es gerade gesehen, die ultimative Fähigkeit macht schon richtig viel Damage. Ja, und er geht auch sehr, sehr stumpf vor. Der weiß halt, alles klar, da ist jemand in Gefahr. Bam, ich hau sofort meine ganzen Fähigkeiten rein und denke halt nicht drüber nach. Man könnte halt sagen, okay, ich warte vielleicht ab, bis ich mehrere Ziele treffe. Aber warum, wenn es darum geht, wirklich Einzelne zu vernichten und sich dadurch vor allen Dingen einen Vorteil zu holen. Und da muss ich sagen, ist Millennium jetzt ein bisschen entspannter, fährt nochmal einen Gang zurück. Also davor Kills geholt und dann auch Türme erneut, ist jetzt Curb vor. Diesmal Darren aber nicht mit der passiven gesegnet, aber der Fisch ging sonst so hin, der schaut quasi nur zu, reicht aber auch so aus. Wow, der Hummer war auf jeden Fall nicht ganz am Ziel. Man konnte auch gerade einmal kurz die Goldwerte sehen und da hat man gesehen, dass Nick gar nicht so viel weniger Gold als Curb hat. Also Curb hat lediglich, glaube ich, 400 Gold mehr gehabt als er. Und das ist einfach da, einfach durch diese Passive. Da bekommst du immer wieder Gold bei 228 Minions. Rechnen wir mal im Durchschnitt 3 Gold pro Vasall, dann sind wir auch schon bei über 600. Und das, da braucht er einfach die Kills nicht. Richtig, und das ist halt so eine große Problematik, die man sich einfach mit Twisted Fate so ein kleines bisschen, ja, so ein kleines bisschen damit umgehen muss. Sollte er sich dann später den Fluch des Liches holen, werden natürlich dann auch weiche Ziele wirklich erledigt. Und Curb gehört immer noch in die Kategorie, dass er nichts aushält. Er will sich, denke ich, langsam aber sicher mit dem Stundenglas anfreunden. Das ist aber insgesamt noch ein weiter Weg. Und auch Creighton hat zwar sich für Graves entschieden, was dazu führt, dass er hohe Resistenzwerte von Natur aus bekommt, sollte er länger im Kampf sein. Aber sollte Nick die Ultimate einsetzen, ihn irgendwie in einer ungünstigen Position erwischen, ist er tot. Ja, also da kann man definitiv nichts machen. Wir sehen auch schon, dass Kotnix so ein bisschen in Richtung Mitte rotiert, will da Jerry ein bisschen unterstützen. Ja, das Spiel verlangsamt sich so wieder so ein bisschen. Also obwohl sehr viele Kills gefallen sind, weiß man jetzt momentan noch nicht so wirklich, was soll man als nächstes tun. Türme, ja, die sind eigentlich nur die erste Reihe von beiden Seiten zerstört worden. Also da wirklich, wow, das war eine sehr irritierende Kamerawechselung. Da Edward auf dem Weg, will natürlich schauen. Und in 30 Sekunden wird der Drache wieder da sein. Also da werden wir eventuell wieder einen etwas größeren Kampf sehen. Ja, Kevin ist schon auf dem Weg. Er hat zwar seinen Teleport zur Verfügung, aber diese Fähigkeit kann man ja auch in späteren Spielminuten noch nützlicher einsetzen. Wenn man direkt vor Ort ist, ist dann natürlich auch die Präsenz erstmal stärker. Wobei Teleport einen etwas größeren Überraschungseffekt hat. Also man bekommt ja wirklich Panik, wenn man weiß, okay, jetzt kommt gleich ein unangenehmer Toplaner dazu. Und unser eigener, wenn wir es von Gamets Sicht aus betrachten, hat jetzt nicht die Stärken, die einfach Kevin mitbringen kann, aufgrund der vielen Kills, die er bereits erhalten hat. Millennium hat sich jetzt hier kurz nach vorne gewagt, bleibt jetzt aber erstmal verhalten, beginnen jetzt hier mit dem Drachen und haben natürlich auch mit Lee Sin einen Champion gewählt, der ihn gut erledigen kann. Gerade der Resonating Strike führt dann nochmal zu guten Bonusschaden. Es wird auch hier mit dem Zerschmettern kombiniert. Ganz, ganz sauber abgeholt und Gambit etwas langsam reagiert. Sie hätten sich vielleicht um den mittleren Turm kümmern können. Ja, jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man hier nicht in die Zange genommen wird. Jetzt kommen natürlich alle Teammitglieder von Millennium von hinten, wissen natürlich, dass Gambit Gaming auch da sich versammelt hat. Pushen sie auch nochmal die Mitte hier. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Und jetzt leichte Déjà-vu-Erfahrung wieder. Jetzt Gambit Gaming in der Situation. Man wird nicht an den eigenen Turm gelassen. Man wird hier mehr oder weniger ausgegrenzt und damit die Möglichkeit gegeben, hier an diesem Turm sicheren Schaden zuzufügen. Was heißt, das ganze Team von Gambit muss erstmal komplett drumherum rotieren. Das hat jetzt geklappt. Man hatte keine Vasallenwelle zur Verfügung. Also dieses geschickte Manöver, was Gambit zuvor geschafft hat, jetzt nicht wiederholbar von Millennium. Aber für Gambit natürlich gut. Ja, definitiv. Also das machen sie wirklich super schön. Sind da sehr gut rotiert. Diamond gibt hier nochmal den Blue Buff an Nick ab. Gar kein Problem natürlich für ihn. Kann sich da noch mit ein bisschen Mana-Regeneration ausstatten. Und auch Genja hat hier wirklich einen etwas defensiveren Weg eingeschlagen. Sieht ja auch, dass Curb super viel Schaden macht und hat sich dementsprechend mit dem Negatron-Mantel ausgerüstet, der ihm natürlich ein wenig Magieresistenz bringt. Aber man muss dazu sagen, der leeren Stab auf Seiten von Curb, ja, da nützt dir die ganze Magieresistenz auch nicht so viel. Ja, da dringt man wirklich sehr, sehr leicht durch. Es ist auch so ein Punkt, wenn Genja damit rumläuft, dass er auf sehr viel Schaden auch verzichtet. Das ist so die größte Problematik, wenn man halt früh sich um Resistenzen kümmert. Um damit natürlich auch in gewissen Punkten einfach nur einen kleinen Einschnitt erfährt. Später dann natürlich auch der Schleier des Todes, der Todesweh überragend. Das ist ein richtig guter Gegenstand, um sich vor Körb zu schützen. Aber der muss natürlich erstmal auch in irgendeiner Form gekauft werden. Ja, wir sehen auch schon, dass Darien hier sich nochmal um eine Pink Ward kümmert. Will da natürlich die Sicht ein bisschen zerstören. Jerry ist da auf dem Weg, hat ihn nochmal verlangsamt. Edward sollte da... Ah, er kommt da ohne Probleme weg. Und auch Darien kann natürlich mit seinem Sprung da ohne Probleme wegkommen.
Ah, Cotnex hat hier seine Sonic Wave nicht ganz getroffen, deswegen auch die Verbindung nicht möglich. Ist dann auch schwierig zu sagen, ob er da den Kampf suchen sollte oder nicht. Man muss halt immer paranoid bleiben. Man weiß nicht, wo Diamond ist. Er zeigt sich natürlich an den Camps, wenn er diese bekämpft. Aber da muss man natürlich schauen, dass man entsprechende Sicht vor Ort hat. Millennium immer noch im Vorteil. Sie haben jetzt ein bisschen mehr Gold, aber sie haben eher das Momentum auf ihrer Seite. Das heißt, sie sind wesentlich selbstbewusster und wissen, alles klar, wir haben einen richtig gefeedeten Midlaner. Und wenn Kirby jemanden zuvor zerfetzt, dann gewinnen wir den Kampf. Ja, wir sehen auch schon, dass Jerry sich hier nochmal um die Ward beim Baron kümmert. Ja, man sieht aber, da ist noch eine andere Ward. Also man hat da ein bisschen Sicht auf jeden Fall auf den Baron. Ah, jetzt versammelt man sich hier. Ich weiß nicht, ob Gamut Gaming wird das wahrscheinlich geschnallt haben. Das wird eine richtig leckere Diamond-Ulti. Da ja. Muss man wirklich vorsichtig sein. Er wird hier einen gigantischen Schild erzeugen. Auch Darien könnte da reinspringen. Falls sogar Nick da überlegt, mit einer Red Card zu glänzen. Oh, das ist so ein unangenehmer Moment. Er guckt hier. Das ist die Fliege, die ein bisschen die Lampe sucht, aber sich nicht traut. Jetzt zieht man sich zurück. Weiß, alles klar, den mittleren Turm, den wollen wir da nicht aufgeben. Aber vielleicht der Kampf trotzdem gegeben. Genja versucht jetzt hier zu seinem Team aufzuschließen. Hat funktioniert. Und es ist wirklich so ein ganz dezentes Katz-und-Maus-Spiel. Ja, also da muss man wirklich schauen. Das Spiel verlangsamt sich generell einem wieder ein bisschen. Also man will da wirklich gar keinen Kampf suchen. Auch wenn man so einen Vorteil, zumindest was die Kills angeht, eigentlich hat. Vom Goldvorteil her ist das natürlich sehr gering. 4000 Gold in der 31. Minute ist jetzt wirklich nicht die Welt. Da kann man auf jeden Fall noch von einem sehr ausgeglichenen Spiel sprechen. Man muss natürlich schauen, dass man auch irgendwann diese großen Objekte in Angriff nimmt. Ja, und die Problematik liegt auch darin, dass sich Millennium nicht so viel Druck ausüben kann. Also mit Twisted Fate hat man einen Champion gewählt, der auch sich sehr, sehr schnell um die Vasallenwellen kümmern kann. Und ohne Vasallen kann man einfach keine Türme belagern. Sicherlich hält Kevin jetzt einiges aus. Man konnte es vorher sehen, dass er versucht hat, ein bisschen den Schaden zu tanken. Aber das ist natürlich nicht überragend, gerade wenn man dem ganzen Team gegenübersteht. Also das ist schon mal eine Grundproblematik, die man irgendwie bekämpfen muss. Zumal auch Darren ebenfalls sich um Vasallen vergleicht, weil sie schnell kümmern kann. Ja, wir sehen auch schon, dass Diamond immer wieder hier auf der Suche nach Gegnern ist. Kerb und Cortnex laufen hier ein bisschen zusammen rum. Und das ist genau das Problem. Also man kann hier wirklich nicht belagern. Eigentlich muss Millennium die Kämpfe suchen, denn sie haben nicht diesen super Waveclear, den einfach Nick mit Twisted Fate hat und vor allen Dingen auch Genja. Er kann ja mit seinem Niedermähen ohne Probleme riesige Vasallen-Waves hier wegmachen. Das ist gar kein Problem für ihn. Kerb schnappt sich jetzt hier nochmal den Blue Buff. Gar kein Ding. Ah, muss natürlich aufpassen. Jerry wird hier an den Haken genommen. Aber kann er nochmal wegspringen. Ist halt gerade auch mit Cotnex sehr mobil. Das ganze Team strotzt vor Mobilität. Sei es in offensiver oder teilweise auch in defensiver Richtung. Das ist so die Problematik. Jeder hat eine Fähigkeit zur Distanzüberwindung, was dazu führt, sobald einer erwischt wird, ist einfach tot. Ja, Cortnix kümmert sich hier nochmal mit der Creatin um die Golems. Jetzt möchte man eventuell hier auf der Bottomlane rotieren, um den Turm zu zerstören. Das wäre der erste, zweite Turm der Reihe. Ah, Darien versucht das Ganze so ein bisschen aufzuhalten, aber da kann er nichts machen. Also da ist man wirklich ein bisschen zu langsam rotiert. Kevin ist da sogar nochmal auf dem Weg gewesen. Teleportiert sich jetzt hier sogar zurück. Also will wohl wieder ein bisschen auf die Toplane gehen. Ich denke, mit dem Gold kann man sich erstmal was leisten. Hat sich hier um den Redbot gekümmert. Das ist eine interessante Wahl. Er sucht den Kampf. Man sieht natürlich, in 30 Sekunden wird der Drache wieder zur Verfügung sein. Das sind immer die Objekte, wo man sich so ein kleines bisschen drum prügeln kann. Aber Millennium da zurzeit viel konsequenter. Also hier muss ich Gambit etwas einfallen lassen. Entweder jetzt schon für sich sorgen und den Gegner zu überraschen. Weil sonst werden sie es gegen Millennium schwer haben. Die Goldunterschiede sind halt so gering, aber Millennium ist gefühlt weit vorne. Ja, im Kampf wirken sie einfach stärker. Alleine durch Körper. Er kann da super schnell jemanden rausnehmen und dementsprechend ein sehr gefährliches Ziel. Wow, Körper hat einfach mal... Ich glaube, er kam nicht richtig ran. Ich glaube auch, er wollte wahrscheinlich ranspringen, aber er kam nicht ran. Jetzt begibt man sich hier noch ein bisschen Richtung Drachen. Darien ist dann noch auf der Bottomlane, wird eventuell das Ganze nochmal versuchen zu unterbrechen. Nee, er zieht sich sogar zurück. Also den Drachen gibt man auch wieder kampflos her. Das ist eine riesige Problematik, weil es staut sich wirklich viel Gold an. Gamut versucht das Ganze auszugleichen. Mittlerweile können wir sehen, der Vierte. Darum konnte man sich schon kümmern. Wer es halt versucht auszugleichen, seinerseits Nick... Farmt sehr gut, hat seine Passive, die haben wir schon zuvor erwähnt. Plus die Tatsache, dass natürlich Genja in der Lage ist, vom Farm her Creatin auf jeden Fall etwas zu zeigen. Plus natürlich die Kills, die er bereits auf sich gelagert hat. Und das ist halt so ein Punkt, den halt Gambit ausnutzen könnte.
Aber der direkte Kampf, der würde sie jetzt umbringen. Aber es entsteht ja auch nicht. Millennium bleibt sehr verhalten. Ja, es passiert hier wirklich wieder gar nichts. Man kümmert sich hier lediglich um diese sicheren Objekte. Kirk zieht sich auch jetzt hier nochmal zurück. Kann sich da eventuell nochmal am Shop mit ein paar Items ausstatten. Hat jetzt seinen Dorans Ring verkauft, holt sich noch einen unnötig großen Stab. Hat dementsprechend ein bisschen mehr Fähigkeitsstärke. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das Itembild von Körper. Denn der nächste unnötig große Stab könnte eventuell entweder die Todeshaube sein oder vielleicht sogar der Griff des Todesfeuers, der ja auch super funktioniert, einfach um Ziele sofort zu töten. Ja, dann war's das. Also sobald man davon markiert ist und vielleicht sogar noch den Hai direkt unter sich schon spürt oder der Hummer einen umkreist, dann ist es wirklich vorbei. Zumal man ja auch wirklich den Griff auch später nachsetzen kann. Man kann die Gegner markieren, dann natürlich mit dem Gegenstand versehen und anschließend halt epischen Schaden anrichten. Man hat sich jetzt kurz den Baron so ein bisschen angepiekt. Ja, natürlich entsprechend sauer, hat sich gewehrt, aber man geht ja nicht weiter vor. Man versucht halt irgendwie Gambit in eine Falle zu locken, aber sie bleiben da super vorsichtig. Ja, also sie ziehen sich da auch sehr schnell zurück. Ganger kümmert sich hier immer wieder um ein bisschen Farm. Kann da auch wirklich 344 Vasallen auf seinem Konto zählen. Hat da schon einiges. Ah, Edward hat hier versucht, noch jemanden an den Haken zu bekommen. Wow, Kotnex und Kirk machen hier wirklich fast alleine den Baron. Hier muss man jetzt ganz leise sein. Gambit weiß es nicht. Gambit weiß es wirklich nicht. Also Ganger, man sieht auch schon, Ganger ist immer noch unten. Also den Baron werden sie bekommen. Vor allen Dingen, weil man sich, glaube ich, in Sicherheit wiegt, dass Kevin sich einfach nicht zeigt. Er ist auf der Lane, plopp. Jetzt wird man es spätestens an Kevin sehen, dass man da ein bisschen zu spät war. Darren jetzt sofort vorm Hummer markiert, wird er auch zerrissen werden. Seine Passive konnte nicht gestackt werden, das heißt, er stirbt auch vergleichsweise schnell. Kotnex am Haken, aber er ist derjenige, der sehr, sehr viel aushält. Kevin jetzt hier nun auf dem Weg, wird sich hier um Diamond kümmern. Die goldene Karte interessiert nicht. Kotnex versucht den Instinkt-Buch, hat er so relativ gut gemacht. Ein goldener Twisted Wind wird nichts bringen. Abgerissen, gnadenlos von Creighton. Kann da hier mit dem Boxshot reinhalten. Zwei Leute wurden vernichtet, plus natürlich die Tatsache, dass man den Baron hat. Ja, super ärgerlich, dass man da gar keine Sicht auf den Baron hatte. Sie haben es auch irgendwie gar nicht geahnt, dass man da den Baron macht. Gerade weil du gesagt hast ja schon, Kevin hat man so ein bisschen auf der Toplane auch gesehen. Und da ist man nicht davon ausgegangen, dass sie wirklich zu zweit oder zu dritt hier den Baron ohne Probleme machen. Jetzt bekommen sie noch den zweiten Turm in der Mitte und eventuell sogar noch den Inhibitor mit dem Inhibitor-Turm. Oh, Kevin will hier nochmal reingehen. Diamond sofort betäubt und es reicht aus. Das sind diese zwei Sekunden. Das ist eine Ewigkeit und er hat sich auch für die Ninja-Tabis entschieden. Reduziert also gar nichts. Das heißt, wieder nach dem Verlust vom Turm, vom Inhibitor auch noch den Kill abgegeben. Ja, das ist super ärgerlich. Also jetzt kümmert man sich eventuell sogar noch um den zweiten Turm auf der Toplane. Normalerweise kann Kevin ihn ohne Probleme tanken. Man möchte aber doch noch die Vasallen hier mitnehmen. Man sieht auch schon, dass ein paar Mitglieder von Gambit hier auf dem Weg sind, um das Ganze eventuell zu verteidigen. Aber was soll man dem Team momentan noch entgegenwerfen? Sie haben 10.000 Gold Vorsprung und den Baron Buff. Ja, Millennium zeigt jetzt hier die Leistung aus der ersten Woche. Auch Kevin hier wirklich sehr gut insgesamt dabei. Jerry steht jetzt hier mit seinem Schild am Start. Hat ja seine Ultimate noch nicht ganz zur Verfügung. Das heißt hier auch noch nicht kampfsuchend. Aber Millennium macht das sicher. Sie haben den Baron geholt und damit Turm und noch Inhibitor bekommen. Das reicht mehr als aus. Man kann ja jetzt langsam auch die Botlane aufsuchen. Ja, wir sehen auch, dass Kirk sich doch für die Todeshaube entschieden hat, also möchte da sichere Fähigkeitsstärke auf seinem Konto haben und wow, Kevin hat sehr viel gebaut, das heißt, ihn wird man sehr schwer von einem wegbekommen und vor allen Dingen, er ist auch super schnell unterwegs einfach mit seiner Bewegungsgeschwindigkeit durch die Stärke der Dreieinigkeit und den Sephir, der gibt ja auch nochmal prozentual Bewegungsgeschwindigkeit dazu, also wow, ich weiß nicht, was man jetzt noch gegen Millennium unternehmen soll. Ja, das wird eine Riesenproblematik, gerade auch mit dem Sephir-Bild. Ist Kevin in der Lage, 470 Laufgeschwindigkeit, sollte er an seinen Masteries nicht etwas Spezielles gemacht haben, auf Standard 470 zur Verfügung zu haben. Mit der Stärke der Dreieinigkeit kommt da noch ein bisschen mehr dazu, sollte jemand angreifen oder gar töten. Wird halt sehr, sehr unangenehm. Ganger, derjenige, der quasi die meisten Probleme damit hat, eventuell auch Nick, wobei sich um Nick höchstwahrscheinlich auch Kirk kümmern könnte. Bezogen auf das Comeback, es wird einfach super schwierig. 10.000 Gold ist man im Rückstand. Kirk war jetzt auch derjenige, der die Botlane rauspushen, die Rotation erfolgt, wie besprochen, genau hierhin. Ja, also das ist genau der richtige Weg. Man hat halt den Inhibitor in der Mitte zerstört, kann dementsprechend auch immer wieder für Druck in der Mitte sorgen. Kevin, auch super tanky, er kann da ohne Probleme einfach nur nach vorne gehen, eventuell sogar einige Schüsse vom Turm abfangen.
Und jetzt bin ich sehr gespannt. Es könnte hier wirklich gleich zu einem riesengroßen Kampf kommen. Ja, und vor allen Dingen hat man auf der Seite von Millennium nun sogar die Möglichkeit, diesen auf verschiedenste Weisen einzuleiten. Kotnex haben wir mehrmals gesehen, dass er da diesen Insect-Move mehr als nur beherrscht und es wirklich sehr, sehr gut macht. Mit Creighton hat man einen ED-Carry, der sich auch im Nahkampf wohlfühlt, sollte er bedroht werden. Aber man merkt das schon, Diamond versucht noch nicht mal zu flankieren. Nee, also er sieht da natürlich auch die Pink Ward, weiß dann, er wird da relativ schnell entdeckt. Kevin, man sieht ja, er hält einfach auch einiges aus. Also der Turm interessiert ihn da nicht wirklich. Kotnix hat auch sein Ziel markiert. Oh, Körb geht jetzt rein. Der Homer hat das Essen serviert. Richtig schön vom Schaden her auszahlen können. Nick steht da noch vergleichsweise gut hin. Jerry jetzt ein bisschen am Haken. Muss da auch rausflashen. Also um einen konnte man sich kümmern, aber eigentlich auch um denjenigen, der am meisten aushält. Ja, sehr ärgerlich. Man sieht auch schon, dass sich Millennium so noch so ein bisschen zurückhält. Also, jetzt sieht man, dass die Vasallen in der Mitte natürlich für Druck sorgen. Wow, die stehen sogar schon an den Nexus-Türmen. Hier kann man sich ohne Probleme um den Inhibitor-Turm kümmern und um den zweiten Inhibitor. Das ist natürlich super ärgerlich. Ja, die Türme konnten noch verteidigt werden. Sie heilen sich auch in gewissermaßen. Es dauert ein bisschen, aber man hat ja wirklich dieses Zeitfenster genutzt. Gambit musste sich zurückziehen, haben ja auch einen Spieler weniger, der ja eigentlich dazu da ist, um auch den Schaden in irgendeiner Form zu fressen. Für das ganze Team hat nicht ganz funktioniert, weil die größte Problematik auf der Seite von Gambit Gaming ist auch, Millennium ist so mobil. Jeder ist wirklich sehr gut in der Lage, sich neu zu positionieren. Kotnex natürlich allen voran, mit Lee Sin geht es ja besonders gut. Und das ist ein Riesenproblem. Da kann man sich zurzeit nicht messen, auch wenn der Homer witzigerweise auf dem Tank sitzt. Ja, und jetzt sind wir halt wieder in dieser Situation, in der wir schon sehr oft waren. Man hat einfach jetzt die Möglichkeit, die zwei Inhibitoren sind zerstört. Man rotiert jetzt einfach auf die Toplane. Man sieht ja auch schon eine riesige Vasallenwave da angespart. Nick wurde da schon mal so ein bisschen abgestellt, um halt dementsprechend da auch die Vasallen zu zerstören. Und das sieht so aus, als ob Millennium hier erstmal noch in die Mitte geht, denn der Inhibitor ist wieder da. Ja, sie machen einfach weiter Druck. Das ist sehr, sehr schön. Entfernen sich quasi vom europäischen Stil. Normalerweise hätte man jetzt wirklich erstmal alle Geister gemacht. Jetzt überlegt man sich, okay, vielleicht ist der Inhibitor, denke ich, ja die bessere Variante. Man ist ja auch wieder, man hat 10.000 Gold Vorsprung und das ist mehr als genug, um den Gegner hier unter Druck zu setzen. Man traut sich auch nicht weiter vor. Darien ist vergleichsweise mal vorne. Körper hat jetzt hier Genja so ein kleines bisschen im Visier, überlebt das Ganze. Eventuell Kotnex kommt jetzt näher, frisst hier die goldene Karte, aber parallel dazu wird hier Edward einfach komplett zerfetzt werden. Auch Nick da in einer ungünstigen Position, sollte Körb da in der Nähe bleiben. Diamond kann einiges an Schaden widerstehen. Ist ja die Frage, ob es ausreicht. Die Ultimate von Creighton zerreißt erstmal Darien. Er wird dank seiner Passiven nochmal wiedergeboren werden. Hier konnte man mehr oder weniger noch die Niederlage verhindern, aber den Inhibitor verteidigen hat nicht geklappt. Nee, das kann man natürlich zeitgleich alles nicht machen. Wir sehen auch schon, dass Kevin noch super viel Leben hat. Auch Jerry hält da schon einiges aus. Und jetzt ist halt wieder die Möglichkeit gegeben, dass man eventuell sogar, man zieht sich sogar zurück. Ich hätte gedacht, man pusht hier eventuell nochmal auf der Toplane ein wenig weiter. Aber man geht hier wirklich diesen super sicheren Weg. In 50 Sekunden wird auch der Baron wieder da sein. Das heißt, den kann man wahrscheinlich auch ohne Gegenwehr hier machen. Denn man hat jetzt einfach zwei Lanes, die ganze Zeit reinpushen mit den Supervasallen. Richtig. Und das ist halt, das ist für Millennium einfach mehr oder weniger die Möglichkeit, super einfach den Baron einerseits zu machen. Gambit Gaming kann ihn nicht verteidigen. Und wie gesagt, die Statistiken sagen halt, dass einfach 80-90%, sobald man den ersten Baron hat, ist es vorbei. Dann kann man wirklich den Sieg nach Hause fahren und Millennium zieht es auch durch. Es ist auch sehr schwierig für ein Team da zurückzukommen, weil Gambit war von den Goldwerten über lange Strecken gleich. Sie konnten dann aber auch ihre Team-Composition nicht ausnutzen. Ich kann mich nur an wenige Situationen zum Beispiel daran erinnern, wo Nick die Ultimate offensiv eingesetzt hat. Ja, also das ist ja einfach genau der Fehler. Wir haben es ja gestern gesehen, wie man einfach Twisted Fate spielen muss. Wir sehen auch, dass Millennium sich hier ohne Probleme versammelt am Baron Buff. Kotnix kommt jetzt hier auch nochmal dazu. Das würde mich sehr wundern, wenn man da kämpft. Ja, Diamond ist da vor Ort. Er versucht da. Nein, er guckt wirklich nur. Weiß ja ganz genau, hier können wir wirklich nichts mehr machen. Teleport geht jetzt hier auch raus. Das war die Ultimate von Nick. Hat sich jetzt wieder zur Botlane begeben. Und er kann sich ja noch nicht mal raus. Und man versucht jetzt hier eine kleine Falle in den Busch zu stellen. Aber man lässt es. Wäre auch nicht klug. Also der Flächenschaden, den das Team ja auch von Lennon mitbringt, sollte nicht unterschätzt werden. Gerade Braum und Creighton sind da gut dabei. Der eine hat CC, der andere hat den Schaden. So, man sieht auch, dass sie sich jetzt hier wirklich zu fünft versammeln. Sie wissen einfach, sie sind super stark. Wir sind immerhin auch schon in der 43. Minute. Also da ist wirklich schon sehr, sehr spät, was die Minuten angeht. Wir sehen auch Kotnix, kann hier immer mal wieder seinen Resonanzschlag landen. Ja, auch die Vasallen verabschieden. Sehr, sehr schön. Oh, Kotnix wollte da hier mit dem Insignia-Move glänzen.
Hat nicht ganz funktioniert. Genscher da mit einer hohen Reaktionsgeschwindigkeit gesegnet. Man muss aber dazu sagen, Connex hat kein Flash zur Verfügung. Also er kann das Ganze, er kann nicht noch mehr Distanz überwinden, als er schon mit dem Resonating Strike versucht. Oh, Diamond kriegt jetzt einiges ins Gesicht, hält ihm aber insgesamt noch Stand. Das Ding ist, für Gambit Gaming, sie müssen zu dermaßen gegen die Zeit arbeiten. Ja, sie müssen halt immer wieder verteidigen. Wir sehen auch schon, dass die Super Rasen auf der Bottomlane sind. Edward kann hier das Ganze so ein bisschen tanken. Ah, der Haken sitzt leider nicht. Und jetzt beginnt halt dieser der Zeitfenster wird immer enger. Wir sehen auch, sie müssen jetzt rein. Oh, Edward verliert hier super viel. Ihm wird er komplett zerfetzt. Die Box hatte noch Rausdruck, aber einer nach dem anderen wird sich verabschieden. Nick und der Schaden von Körper Normuch schluckt aber auch selbst. Stundenglas hat er einfach nicht richtig einsetzen können, beziehungsweise auch nicht den, ja, nicht den Mumm gehabt anscheinend. Sehen wir schon, dass jetzt hier der Inhibitor draufgehen wird. Der untere wirkt sehr attraktiv. Man kann da, denke ich, aus Sicherheitsgründen noch hinrotieren. Darien, du hast deine Passive nicht. Wird da auch gnadenlos draufgehen. Keine Möglichkeit für ihn. Nick selber, ihm geht's noch gut. Er ist auch derjenige, der wirklich viel Burstschaden rauszeigen kann. Aber nicht an Kevin. Kevin interessiert das überhaupt nicht. Er mehr als Tanky. Jetzt hier Genji in einer unschönen Position. Wird er auch zerrissen werden. Das gleiche gilt für Nick. Oh mein Gott. Wow. Der Schaden von Kevin abnormal hoch. Der Turm wird jetzt auch definitiv draufgehen. Das gleiche gilt für den Nexus. Und Millennium ist in der Lage, die gleichen Leistungen zu bringen, die sie uns in der ersten Woche gezeigt haben. Ja, super stark gemacht. Man hat einfach gesehen, auch wie Zephyr auf Irelia funktioniert. Also